Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. So, wir haben aktuell eine Stadtzufriedenheit von 35%. Das ist sehr schön. Wir haben aber einige Sachen, die wir leider noch nicht machen konnten. Ich hab offline mal ein wenig versucht weiterzumachen, aber da kam irgendwie nur einer rein und mehr Leute wollten gar nicht in mein Dorf kommen, beziehungsweise in meine Stadt. Deswegen habe ich da noch nicht allzu viel machen können. Aber warum ich euch jetzt zuschalte, und zwar haben wir heute etwas ganz Großes vor. Mit E. Wir werden jetzt 10 mysteriös reinmachen. So, wo haben wir denn da? 5 lecker. Dann. Da. 15 weich. Und ich hatte ja schon mal gesagt, ich hatte 2, glaube ich, oder waren es 3, ich weiß es gar nicht, hatte ich ja komplett zufällig hinbekommen von diesen perfekten Samen. Aber ich wollte natürlich auch und 20 matschig. Aber ich wollte natürlich auch die Errungenschaft freischalten, dass wir alle Samen mal erschaffen. Und also alle perfekten Samen. Deswegen werden wir diesen Samen jetzt erschaffen. Yeah. Naja, immer noch besser als matschige Bohnen. Ja. Und wir haben jetzt pure Perfektion freigeschaltet. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Und da wir ja in der letzten Folge auch unseren Baum erweitern konnten, durch das Liedfragment, bin ich jetzt doppelt gespannt, wie diese Welt aussehen wird. Normalerweise überlasse ich sowas immer gerne dem Zufall. Ach, das müssen wir aber auch noch vorher abholen hier. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, da ich wahrscheinlich nie darauf gekommen wäre, wie jetzt... Nein, nein, ich möchte nicht mit dir reden. Hör auf, ich will nur diese Kiste haben. Aufgrund der Tatsache, dass ich wahrscheinlich nie darauf gekommen wäre, wie genau diese speziellen Samen jetzt ausgesehen hätten, habe ich, wie ich ja schon mal in der vorigen Folge gesagt habe, mal ein wenig im Internet recherchiert. Ich werde das auch demnächst noch auf meine Seite draufsetzen. Da könnt ihr dann in Ruhe alles nochmal nachgucken, also auf meinen Blog von Gameplayerin. Ich gebe zu, dass wir da nicht immer regelmäßig und nicht immer viel posten, aber wenn was gepostet wird, dann ja, soll es euch weiterhelfen, beziehungsweise manchmal sind es ja auch einfach nur Kommentare zu aktuellen Situationen, was zum Beispiel die Elder Scrolls Online betrifft oder ähnliches, oder wenn ein neues Spiel rausgekommen ist zum Beispiel, von dem ich mega begeistert bin und was ich gerne mal vorstellen würde, das wird da auch reingepostet. Ich weiß, ich sollte es ein bisschen aktueller halten, aber hin und wieder kommt definitiv was. Und auch so kleinere Lösungen wie das jetzt hier beispielsweise werde ich, wie gesagt, dann auch online stellen. Wer natürlich Lösungen bzw. Tipps und Tricks für die Elder Scrolls Online braucht, der ist immer gerne herzlich eingeladen, um auf unserer Seite diehungrigenwölfe.wordpress.com, ich muss jetzt selber überlegen, da mal reinzuschauen, weil da gibt es ganz, 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 ganz viele Tipps und Anleitungen und ja, ich würde mal sagen, alles Wichtige. Das Einzige, was nicht drin sind, sind Builds. Aber die verlinke ich demnächst, ich weiß nur nicht, wann ich dazu kommen werde, auch von meiner offiziellen Seite noch. Ja, Unterschlupf. Warum erinnert mich das jetzt gerade an Teso? Ach, ich habe auch noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen, fällt mir gerade ein. Ich mache das am besten jetzt mal eben, bevor ich den Weltensamen mache, weil ich kenne mich nämlich. Ich glaube, im Wiesenquartiere konnte ich das am besten machen. Ich kenne mich nämlich, ich vergesse das sonst wieder. Oh, was ist jetzt? Ein Häuschen. Hier möchte einer einziehen, es tut mir wirklich leid. Da. Die Batterien, die muss ich natürlich neu kaufen. Wenn wir gerade schon dabei sind, wir haben ja
über 36.000 Myra. Dann können wir auch noch ganz viel von dem Rest kaufen. So, Blumenladen, Blumenladen. Da oben, nee, da oben nicht. Das war eine Bäckerei. Oder geh doch mal weiter. Ich kann es jetzt gerade nicht so richtig erkennen von hier unten. Da konnte ich nichts einkaufen, genau. Das war nämlich tatsächlich nur beim Blumenladen. War das hier das Bunte? Nee, das ist das. Wobei, konnte ich hier nicht eventuell auch im Gemischtwaren... Ah, wir sind noch gar nicht im Gemischtwarenladen drin gewesen, fällt mir gerade auf. Hier kann man Tapete kaufen. Da ist auch nochmal Tapete. Und auf jeden Fall auch die Batterien. Ach so, das sind die Bewohnerplätze. Ah, die kann man auch kaufen. Ja, wie geil ist das denn? Ich kaufe natürlich mal wieder alles weg, was ich jetzt hier finde. Wobei, naja, gut, Tapete. Obwohl die sind, ja, 15 Jura. Naja, gut, komm. Jetzt kaufen wir jetzt wirklich einfach alles weg, was wir hier noch so finden können. Hallöchen. Sorge dafür, dass du gut Geld verdienst, beziehungsweise Myra verdienst. So, ich glaube, ich komme dir mal des Öfteren vorbei hier. So, ein paar neue haben wir. Frage ist, du bist auch nochmal ein Blumen... Nee, du bist kein... Doch, du bist auch ein Blumenland. Ein Geschenk. Ein Geschenk, was ist hier? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Moment, Hermine? Hermine, Hermine? Was ist mit Hermine? Hatten wir da irgendwas? Nö. Hallo? Oh nein, komm. Ach, das kann doch nicht sein, wenn du mit denen reden willst, dass die immer wieder abhauen. Ich wollte doch nur mal kurz was nachgucken. Schon ist sie weg. Gerade früh am Morgen, alle sind gerade aufgestanden, gehen ihrer Arbeit nach und die ersten gehen schon wieder schlafen. Das ist doch irgendwie... So, jetzt zur eigentlichen Sache. Wo haben wir denn hier noch ein freies Plätzchen? Da. Oh, wir haben sogar noch zwei. Okay. Das, nee, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Das ist das mit dem Matschig unter anderem drin. Das nehmen wir jetzt erstmal hierfür. Die Farbe sieht ja schon cool aus. Oha. Ach du Schande. Ja. Okay. Das sieht irgendwie etwas eklig aus und irgendwie faszinierend zugleich. Was haben wir... Ah, gut, dass ich das nochmal geholt habe. Ich wusste es. Irgendwo brauchen wir die schon wieder. Kann man uns nämlich direkt die erste Truhe hier sichern. So, okay, perfekt. Ja, da muss ich dann auf jeden Fall gucken. Vor allen Dingen kriegen wir dann ja auch Matschig wieder, wenn wir hier arbeiten. Das ist ja immer sehr, sehr schön. Und ich meine, man bekommt auch mal mehr wieder, als man investiert hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, dann machen wir doch schnell den zweiten Samen rein, damit ihr die Welt auch sehen könnt. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Gucken wir gleich mal. So, das ist der letzte Platz hier, den wir noch haben. Ich meine, wenn der neue Bereich kommt, müsste ja dann auch wieder mehr Platz bei sein. Also sprich zwei Samen müsste man dann auch wieder pflanzen können. So, jetzt bin ich gerade mal am Schauen. Ich kann jetzt nicht sehen, was das jetzt genau ist. Wir können das höchstens gleich in der Übersicht sehen. Ich kann auch jetzt gerade gar nicht erkennen, welche Symbole das jetzt sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den auf jeden Fall mit euch mal in der Folge vorher gemacht. Und hatte dann allerdings noch keinen Platz. Oh, okay. Alles so silberblau.
Noch keinen Platz, den reinzutun. Also den irgendwo auf eine Welt zu setzen. Ja, die ist jetzt zumindest aktuell ein bisschen unspektakulär, muss ich sagen. Ich werde dann irgendwann, wenn ich die Welten alle komplett habe, ich weiß nicht, ob es dann die letzte Folge sein wird oder mal zwischendurch, muss ich mal schauen, werde ich auch nochmal durch die ganzen Welten durchgehen, wie sie jetzt letztendlich aussehen, wenn sie komplett fertig sind. Und ja, dann könnt ihr euch das Ganze mal ansehen. Ihr könnt dann ja vielleicht mal in der Folge zurückgucken, wenn euch das wirklich interessiert, welche Samen da genau gepflanzt wurden und so weiter. Und wie letztendlich das Ergebnis aussieht von den Welten her. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, kümmere mich mal um die zwei neuen Welten. So viel Zeit habe ich nämlich gerade nicht mehr. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich allerdings am nächsten Tag, aber noch in dieser Folge, in... Nee, wir machen das anders. Ich bin so schön am... Ja, am Abmoderieren nicht direkt, aber ich bin... Nein, wir machen das anders. So. Es war jetzt überhaupt nicht chaotisch gerade, nein. Ich werde jetzt einfach mit euch jüngstes Bauprojekt... Ach ja, da war doch was, genau. Moment. Einer wollte zum Blumenladen. Angestellte zuweisen. Frank. Zack. Den können wir jetzt erstmal so Flower-mäßig, Flower-Power-mäßig, weiß ich nicht, damit, damit und... Das sieht richtig scheiße aus. Das sieht alles irgendwie komisch aus. Nehmen wir das einfach so. Da das ein Blumenladen ist, machen wir natürlich schöne bunte Blumen da rein. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Kann ich jetzt nicht sehen, ne? Muss ich bei ihm selber reingehen. Was der jetzt genau für Werte hat. Nein, nicht Blumenkasten. Ach so, doch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann nehmen wir den. Okay. Dachdekoration oben. Ja, das ist schön. Das machen wir noch drauf. Vorne gibt es auch noch eine. Oh, das ist schön. Ob das jetzt dazu passt, weiß ich nicht. Aber das ist schön. Einen Angestelltenplatz. Ja, das machen wir auch. Und das sind, glaube ich, andere Marken. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß der Service und so weiter ist. Das lassen wir mal. Erstmal. So, dann wollen jetzt diesmal ganz viele Leute hier einziehen. Das ist doch schön. Mach doch mal das Ding weg. Ich kann das später einfordern. So, du möchtest ein Badehaus haben. Ist mir egal, du kommst jetzt erstmal hier rein. So, Badehaus haben wir, glaube ich, nicht. Aber du gehst erstmal in Tonis Haus rein. So, Badehaus. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal. Haben wir denn ein Badehaus? Wir haben Tempel, Taverne. Nee, wir haben kein Badehaus. Aber ich habe gesehen, ich soll auch Leute nach hier holen, die nicht ihren Traumjob bekommen. Aber ich könnte sogar ein Badehaus machen. Das ist doch jetzt fies. Ich will den Leuten doch nur ihre Traumjobs bieten. Na gut, also ein Badehaus machen wir erstmal noch. Das ist, ich weiß nicht, das ist mir so eine Herzensangelegenheit, dass das hier auch ein Badehaus bekommt. So. Wo ist sie jetzt? Halt, stopp, bleib stehen. Ach so, nee, Moment. Ich habe, ja. Alles gut, du bist ja schon eingezogen. Stimmt ja, ich mache es ja normalerweise andersrum. Was ist mit dir? Eine Getreidemühle. Egal. Einfach mal einziehen. So. Ich würde aber trotzdem gerne auch eine Getreidemühle machen. Aber das ist so doof. Hier steht, vermittle 3 Jobs der Stufe 3 oder niedriger. Und ich verstehe das so, dass das die Jobs sind, die die Leute eigentlich gar nicht haben wollen. Nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Achso, ich kann ja auch beanspruchen, wo ich gerade schon mal hier stehe. Stimmt ja, das hatten wir ja eben. So, dann sind wir bei 43. Also wir hatten jetzt die Getreidemühle. Und du möchtest einen Stadtgarten. Einfach mal einziehen, zack. Getreidemühle und Stadtgarten. So, was möchtest du? Bibliothek, komm einfach rein, zack. Achso. Ja, nimm's an. So.
Getreidemühle, Bibliothek und Stadtgarten. Ich möchte den Leuten trotzdem was Schönes bauen. Getreidemühle, Bibliothek und Stadtgarten. Wo sind wir denn hier? Wir müssen jetzt auf nichts mehr achten, weil wir nämlich das jetzt... Da ist die Getreidemühle. Das jetzt gebaut haben, was wir eigentlich bauen wollten. Getreidemühle, Bibliothek und Stadtgarten. Können wir dich hier irgendwie so... So ein bisschen... So... Stadtgarten, den könnten wir eventuell, ich weiß nicht, die Bibliothek, die ist, glaube ich, größer, ne? Bis wo, wohin gehst du denn jetzt eigentlich? Hm. Können wir das irgendwie, so, das war jetzt die Bibliothek und der Stadtgarten. Müssen wir jetzt auch mal gucken, weil da ist nämlich da die Öffnung. Nachdem ich das schon zweimal, glaube ich, falsch gemacht habe. Wobei wir jetzt hier mitten auf dem Weg stehen irgendwie, aber ist mir jetzt auch egal. Moment. Wir können ja noch einen Weg hinbauen. So, irgendeiner Weg. So. Und so. So. Ich würde aber gerne jetzt hier rausgehen. Hallo? So, das sieht scheiße aus, aber ist mir jetzt auch egal. Okay, haben wir denn hier noch jemanden rumlaufen? Ich glaube nicht. Nö. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Wie viele Leute haben wir denn jetzt? Acht Bewohner. Ach, wir müssten... Oh, wir müssten dringend vor allen Dingen mal neue Häuser bauen, ne? Weil das wird jetzt ziemlich eng. Können wir... Na, können wir natürlich wieder nicht hier reinstellen. Wie immer. Unten haben wir noch was Platz. Machen wir das mal... So. So. Nein. Fast. So. Du passt da auch noch rein. Und dich müssen wir leider anders bauen. Das ist doof. Aber das ist okay. So, ich glaube, du bist einfach nur... Genau. So, jetzt haben wir ja alles zugeballert mit Häusern. Das sieht natürlich nicht so toll aus. Ja, oh, Bau 60 Gebäude. Das können wir doch mal eben schnell einfordern, da unten. Sehr schön. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach Errungenschaften. Baue ein neues Restaurant. Ach so. Das sollte ich dann am besten auch noch machen. Ich habe nämlich rausgefunden, dass ich 20 Bewohner ansehen soll. Ich weiß aber nicht genau, was damit gemeint ist. Wenn, ob ich jetzt hier reingehen soll und mir die hier angucken soll. Das heißt, da müsste ich dann ja quasi hier so durchgehen. Aber das glaube ich eher nicht, weil es wäre ja zu einfach, finde ich. Mir hier so lalala, die Bewohner anzugucken. Was sollte ich jetzt bauen? Restaurant, ne? Jetzt bin ich hier gerade. Man sollte nicht immer alles auf einmal machen. Und reden und zeigen und überhaupt. Ah, das kann ich gar nicht. Ach so, dafür brauche ich matschig. Okay. Das könnte ich theoretisch aber machen, wenn ich die Welt gemacht habe. Weil dann müsste ich nämlich wieder matschig bekommen. Ja, Dekorationen haben wir hier auch schon aufgestellt. Tja, dann würde ich einfach mal spontan sagen, dass ich mich jetzt offline endlich um die Welten kümmere. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich, ja, entweder mache ich das offline oder ich mache das noch mit euch zusammen, dass ich die Leute hier den Jobs zuteilen werde. Und irgendwie sieht das süß aus, dass da oben das Immerling-Kind hingesprungen ist. Und ich glaube zwar nicht, dass wir da schon die Stadt abschließen können, aber ich versuche das Ganze ein bisschen abzukürzen, weil es ist ja tatsächlich immer das Gleiche. Man muss immer ein Haus bauen, man muss immer gucken, was die Leute für einen Job haben wollen, welche Leute gerade einziehen und so weiter. Und ja, ich denke mal, es ist auch ein bisschen langweilig, wenn ihr immer das Gleiche seht. Deswegen kürze ich das hier nämlich immer ein bisschen ab. Beziehungsweise jetzt die letzten zwei, drei Provinzen oder Städte kürze ich das ein bisschen ab.
Und dann werden wir hoffentlich bald oder vielleicht sogar auch schon in der nächsten Folge zum letzten Bereich hier kommen. Ich bin echt gespannt. Ich bin überhaupt echt gespannt, ob dann das Spiel zu Ende ist, ob man die Möglichkeit bekommt, wovon ich jetzt ausgehe, dass man quasi endlos hier weiterspielen kann oder ähnliches. Ich bin wirklich gespannt. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao!